Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Citizen. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. So, raus aus dem Habitat und ja, ihr seht schon, wir sind ganz woanders. Wir sind nicht mehr auf Seraphim Station, sondern wir sind in Area 18, auf Area 18, in Area 18 korrekterweise. Und ja, ich habe ja gesagt, ich fliege mit dem Schiff noch dorthin, wo wir garantiert unsere Salvage-Güter verkaufen können. Junge, was? Hallo? Ich hoffe, wir haben alle das gleiche Ziel und fahren jetzt nicht irgendwo hin, wo der gute Herr gerne hin möchte. Ja, das ist definitiv nicht... Doch, das ist Ground Floor. Hier ist ja was los. Ich glaube, der Server hat eine ziemlich krasse Latenz gerade. Ja. Da ist der Kollege aus dem Fahrstuhl. So, also, ja, wir sind Area 18. Hier können wir die Güter vom Salvagen verkaufen. Ich gehe mal zum Marketplace und dann gehen wir da in den Commodity Store oder ja, in die Börse, wo ein Commodity Shop Terminal ist. Und offensichtlich habe ich in der letzten Folge auch irgendwo mal direkt vor einem Commodity Shop gestanden. Aber anstelle mir zu sagen, das war, war es nur... mehr so ein darüber lustig machen, dass ich ja direkt davor stand. Das ist wenig hilfreich. Wer Tipps geben möchte, natürlich jederzeit gerne. Wer auf meine Kosten lachen will, ja, kann er auch gerne machen, muss er aber auch keinen Kommentar von machen. So, ah, der Chat, den muss ich noch ausblenden. Ja, warum habe ich nicht im Chat gefragt beim letzten Mal? Habe ich nach der Aufnahme tatsächlich noch gemacht. Kam aber nicht innerhalb von 15 Sekunden eine Antwort, wie mir das suggeriert wurde. Nein, nein, hat tatsächlich keiner darauf geantwortet. Ich denke... Es war einfach dumm gelaufen. Ich habe es irgendwie übersehen und jetzt sind wir aber hier und jetzt können wir es hier verkaufen. Das ist doch die Hauptsache, oder? Außerdem, bevor wir das jetzt verkaufen und sehen, was die Früchte unserer Arbeit sind, würde ich gerne darauf hinweisen, dass ich jetzt anfange, von einem einzelepisodischen Format überzugehen in eine, ja, längere Aufnahme, die ich dann in multiple Teile splitte. Ich hatte es mehrfach angedeutet, ich möchte es jetzt auch tun. Es bietet einfach diverse Vorteile. Das heißt, ich mache jetzt eine Spielsession. Und ja, die wird, ich sag mal, vielleicht eine Stunde, vielleicht anderthalb Stunden lang und dann cutte ich die in zwei, drei handliche Portionchen. So, Commodities. Wir möchten gern verkaufen und zwar aus unserem Inventar, aber welches Inventar? Die Drake Vulture, unser Salvage-Schiff. Und da sehen wir, haben wir Recycled Material oder Recycled Composite Material. Drei SCUs haben wir. Das sind die drei Kisten. Wir wissen, es ist noch eine halbe Kiste im Kompakter, aber die kommt halt nicht raus. Wir können sie verkaufen für 7,6998k pro Unit. Das macht hier summa summarum 23.000 Alpha USC. Mein Gott, so. Das machen wir jetzt. Wo ist unser Kontostand? Ach, da hat auch schon wieder jemand geschenkt. Also, Leute, Dankeschön. Wenn ihr mit dem Spenden nicht aufhört, kaufe ich mir eine Herkules. So, also wir verkaufen das jetzt. Ihr seht jetzt hier gleich die Veränderung. Und ja, die ist natürlich jetzt marginal, weil... Confirmation? Da, Confirm. Processing Order, hier oben jetzt drauf achten. Accept. Ja, es ist halt eben eine marginale Veränderung jetzt eben, weil wir hier schon im Millionenbereich sind. Aber damit 23.000 mehr, ja 2,08, jetzt passt es auch, gerade waren es noch 2,06 oder so. Jetzt haben wir auf jeden Fall das Geld bekommen. Sehr schöne Sache. Wir wollen aber direkt weitermachen, denn das war jetzt die erste Salvaging-Mission. Es war ein kleines Schiff, wir müssen noch eine weitere Salvaging-Mission machen, die dann, glaube ich, ein mittleres Schiff schon ist und dann... werden uns, glaube ich, auch die dicken Missionen gewährt. Das wollen wir mal kurz rausfinden. Indem wir mal in die Mission reinschauen, wie es denn jetzt schon aussieht. Wir müssen auf jeden Fall was trinken gleich. In der Vulture ist ja was gelagert. So, in den Contract Manager. Salvage. Oh, das sind jetzt schon 9, wie ihr seht. Mhm. Wow, ja, welchen müssen wir jetzt machen? Ich glaube, es ist relativ egal. Die sind alle in dieser... Ja, die sind alle in dieser 5000 Alpha... Oh, nee. Oh, da ist schon eine für 20.000. Eieiei.
Ein Aegis Redeemer. Ich würde jetzt aber die 5000er nehmen. Leute, weil ich... Oder eine, nee, eine 1000er... Nee, wir hatten eine 500er, ne? Oder war das eine 1000er? Wir machen jetzt eine 5000er. Drake Cutter. Sollen wir eine Drake Cutter nehmen? Mal gucken, wo die ist. Hurston L3. Mycotech L1. Das waren die beiden Drake Cutter. Das ist auch noch für 5000, diese Aegis Avenger. Hurston L2. Oder das hier, Mycotech L1. Okay, ist im Grunde egal, ne? Ich gehe nochmal ganz kurz in die Star Map, weil ich jetzt wissen möchte, wie weit ist jetzt was weg. Also Mycotech ist da oben, das ist sehr weit. Hurston ist aber auch weit weg. Hurston L1 ist wahrscheinlich noch am ehesten die ideale Mission. Also, schauen wir mal. Hurston L3, L2. Gut, dann müssen wir jetzt gucken, Hurston L3 oder Hurston L2. Können wir auch nochmal schauen, was ist näher dran. Hurston L2 ist hier. Hurston L3. L2, L1. Da ist L3. Ja, dann lieber L1. L1 war gar nicht dabei. L3 oder L2. Also L3 oder L2. Nochmal schauen. L3 oder L2. So, L3 ist hier. L2 ist da. Wir nehmen L2. Dann können wir danach auch instanten wahrscheinlich gut verkaufen. Das passt doch ideal. So. Also, L2 annehmen. Das ist unsere. So, da fliegen wir jetzt gleich hin. Geht sofort weiter. So. Weiter geht's. Kleine Unterbrechung. Wir fliegen nach Hurston. L2. Auf zum Spaceport. Ja, und ich bin mal gespannt, was jetzt auf uns wartet. Das ist ja jetzt schon eine teurere Mission gewesen. Das heißt, das wird jetzt wahrscheinlich auch so ein mittleres Schiff sein. Will ich zumindest mal hoffen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich ein bisschen länger salvagen. Aber es macht ja nichts. Es bringt alles Geld ein. Und ja, es gab natürlich auch Kommentare. Ja, das sieht ja langweilig aus. Und habe ich auch, glaube ich, während der Aufnahme gesagt, dass das vielleicht nicht für jedermann ist. Es gibt halt aber eben unterschiedliche Möglichkeiten, seine Zeit hier zu verbringen. Das muss man einfach in meinem Hinterkopf behalten. Es gibt in jedem Spiel sicherlich Dinge, die man lieber tut und Dinge, die man ziemlich gerne macht. Nicht so gerne macht. Lieber tut und nicht so gerne tut. So rum. Man muss sich einfach das raussuchen, was einem Spaß macht. Und mir macht bis jetzt auch alles Spaß. Bounty Hunting hatte ich zwar so ein paar Frustmomente, aber... Das gebe ich deswegen noch nicht auf. Ich glaube, dass das insgesamt sehr cool sein kann. Will ich auf jeden Fall nochmal versuchen. Und hier im Let's Play geht es mir jetzt insbesondere darum, natürlich auch die, war der nicht gerade schon bei Null? Also es geht mir insbesondere hier jetzt darum, die Möglichkeiten zu zeigen, die das Spiel eben bietet. So. Ich gönne mir mal einen Schluck. Ja, und so langsam haben wir auch wirklich Durst. Die Erlösung kommt gleich auf dem Schiff. Ist das nur mein Gefühl oder ist das alles ein bisschen langsamer als sonst? Eine Minute dauert die Fahrt. Wir schauen ein bisschen hinten raus. Ist auch mal eine schöne Ansicht. Ich bleib dabei. Städtedesign. Bis jetzt sehr, ja, zufriedenstellend. Also
überaus gut, muss ich sogar sagen. Das nehme ich dem Spiel so ab, dass eine Stadt in der Zukunft so aussehen kann. Absolut. Darum geht es ja in dem Spiel, ne? Man möchte ja eine Immersion haben, eine Glaubwürdigkeit. Und ich finde, das klappt hier durchaus. So, wir sind fast da. Now arriving. Das denn? Was ist das denn? Okay. Inspect. Was ist es? Jetzt legen wir mal wieder feinsäuberlich dahin. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber ihr werdet es vielleicht wissen. Sachen gibt's. Muss mal kurz gucken, ob das hier noch Terminals sind. Nee. Also ich suche immer noch nach einer Möglichkeit, einen Commodity Store oder Shop in der Nähe eines Spaceports zu haben. Klar auf dem Planeten, ne? Aber da haben wir dann halt immer die Tramreise. Area 18 ist das hier. Dann gibt es natürlich bei Genie Point da... Weiß ich, gibt es einen Commodity Store, aber ich wollte jetzt halt auf dem Planeten landen. Ich bin tatsächlich lieber auf dem Planeten als auf den Stationen. Das hat keine speziellen Gründe. Ich finde nur das Landen eigentlich ganz cool so, wenn man denn dann weiß, wo man landen muss. So, die Walcher hätten wir gerne. Hangar Nummer 03. Da ist sie, die wunderschöne Vulture. Ich finde, die hätten sie ruhig so hinstellen können, dass wir nicht einmal rumherum laufen müssen. Aber gut. Ach ja, ich muss ja jetzt... Ja, ich hätte auch hinten reingehen können, aber dann müssen wir im internen Schiff ja hochlaufen. Da kann man sich übrigens... Also, das Interieur und Exterieur, das passt halt eben auch zusammen. Ne? Also, wir steigen hier ein und wenn wir im Schiff sind... Dann ist ja hier unten der Lagerraum und da ist ja irgendwo so die Treppe, die nach unten führt. Ich finde, das ist von den Dimensionen, das passt halt. Also das ist auch wirklich so, dass das Interieur hier in den Schiffen nicht größer ist virtuell, als es von außen jetzt erklärbar wäre. Und das gefällt mir halt auch sehr gut. Das Schiffsdesign ist wirklich einfach gut gemacht. So, nur Open Door. Wir möchten erstmal nur rein, weil ich noch ins Inventar des Schiffes möchte. Um mir dort eine Flasche zu holen. Split eine. Carry. Ah ja, Helm aus. Eben trinken. So. Tür öffnen. Drop. Alles klar. So. Dann ziehen wir den Helm wieder auf. Das wollen wir auf keinen Fall vergessen. Und dann geht's los. Nach Hörsten L2. So, Schiff ready machen. Schiff ready machen. Startfreigabe. Nase hoch. Also, ganzes Schiff bitte hoch, nicht nur die Nase. Aber es ist jetzt schon wieder so, dass sich der vordere Teil zuerst anhebt. Das gleiche ich jetzt einfach manuell aus. Und dann sind wir kollisionsfrei gestartet. Fahrwerk rein.
So, und unser Ziel ist, Thank you. And please visit again. Irgendwo. Wir heben erstmal ein bisschen ab. So, jetzt gucken wir mal. Ich hatte eigentlich eine Route gesetzt, oder? Nee, ich habe noch keine Route gesetzt. Haha, ja, dann ist es tatsächlich ein bisschen schwierig. So, hörst du L2 bitte einmal. Das geht jetzt natürlich nicht. Ja, wir sind auf der falschen Seite, ne? Ja. Okay, in dem Fall fliegen wir hier hin. Area 4. Wow, wow, wow. So. Ach, das ist der Service Claim. Ja, der ist einmal durch den Planeten. Wo ist jetzt mein anderer Zielpunkt? Sag bloß, das ist der rote. Ja, natürlich. Exit Atmosphere. Ja, okay, komm. Wir heben jetzt einfach erstmal ab. Mit der maximal möglichen Geschwindigkeit, die natürlich recht wenig ist bei dem Schiffchen. Also hier in der Atmosphäre auf jeden Fall. So, jetzt lädt mich jemand ein in eine Party. Ich bitte um Verständnis. Ich weiß, das ist einer von den Friends, die ich angenommen habe hier von, also wahrscheinlich einer von euch. Bitte, bitte habt Verständnis, dass ich natürlich während der Aufnahmen nicht jetzt die Einladung annehmen kann. Wir sind nicht böse gemeint. Aber wir müssen auch weiter raus. Nehmt's mir nicht krumm. Ich weiß nicht mal, welche Tasten das sind hier, Left und Right Bracket. So, jetzt sind wir raus aus der Armistice-Zone. Also aus der Feuerfrei-Zone. Jetzt müssten wir eigentlich... Ja, jetzt können wir da hinspringen. Nein, nächste Atmosphäre. Ich habe ein Ticken zu früh nach unten geneigt wieder. Wir sinken natürlich sofort ab. So, mach die Kalibrierung hier. Und auf geht's. Ich tue mich immer noch ein bisschen schwer, die Orbitalmarker zu finden. Anhand derer man natürlich auch sehr bequem um einen Planeten herumreisen kann. Irgendwie, bin ich da nicht in der Lage zu. So, Area 4. Keine Ahnung, was bei Area 4 überhaupt ist. Es scheint auch so ein bisschen städtisch zu sein. Aber... wir wollen ja jetzt dahin und das geht von hier. Ah, das sind wieder 22,5 Millionen Kilometer. Die werde ich aber jetzt nicht skippen. Die genießen wir gemeinsam. Das wird lange dauern. Ihr könnt das Video vorspulen, wenn ihr mögt. Aber wenn ich so auf den Aufnahmetimer schaue, werde ich gleich wahrscheinlich einfach irgendwann auch einen Cut setzen. Und dann wird es halt, wie gesagt, keine Verabschiedung und Begrüßung im nächsten Video geben. Das schneide ich alles im Nachhinein. Dann, wenn es dann also gleich hier zu Ende ist, dann wundert euch auch nicht. Ihr seht es ja bei YouTube, wie das Video noch geht. Dann schauen wir mal. Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt, was jetzt da auf uns wartet für die 5000. Avenger Titan, wissen wir ja, was das für ein Schiff ist. Das ist jetzt hier die Renegade-Variante, also
ist das gleiche Schiffsmodell, wahrscheinlich mit einer geringfügig anderen Ausstattung als der Standard Avenger Titan. Auf jeden Fall ein hübscheres Schiff als das, was wir beim letzten Mal gesalvaged haben. Wobei hübsch ist ja auch immer ein subjektiver Eindruck. Ich glaube, gerade so was den Schiffsgeschmack angeht, ist hier wirklich für jeden was dabei. Ah ja, und ich habe beim letzten Mal nicht das Wrack gescannt. Ich bin ja in den Mining, oder in den Salvage-Mode gegangen. Es gibt auch noch einen Scan-Mode. Und mit dem kann man dann auch das Schiff scannen. Wenn es denn zum Beispiel dann Fracht hat, wird das angezeigt. Das wusste ich nicht. Jetzt weiß ich es aber. Und das heißt, wenn wir gleich bei dem Schiff sind und die Avenger Titan hat ja durchaus einen kleinen, aber immerhin einen Frachtraum. Es könnte also Fracht drin sein. Und wenn da was Gutes drin ist, dann nehmen wir es natürlich mit. Ich würde jetzt keine illegalen Sachen einpacken. Denn, wie man mir erklärte, sind diese Salvage Claims ja unter Umständen halt bewacht. Es können Patrouillen auftreten, die einen dann scannen, und wenn man dann illegale Dinge an Bord hat, ist das nicht so gut. Aber die legalen Güter, die können wir rausnehmen. Die können wir halt auch einfacher verkaufen. Für die illegalen Güter müssen wir nämlich ja bestimmte Händler anspringen, die sich so in den Randgebieten lokalisieren und die keine Waffen, also Feuerschutzzone haben. Waffenstillstandszone. Das heißt, das sind dann halt auch Spots, die gerne mal von anderen Spielern, von Piraten genutzt werden, um andere Spieler anzugreifen. Auszurufen. Abzuschießen. Nicht nett. Aber es gehört halt zum Gameplay dazu. Und ich finde gut, wenn ein Spiel diese Möglichkeit bietet. Weil geht doch nichts über die spielerische Freiheit, oder? Ich meine, die spielerische Freiheit endet für mich immer da, wo der Spielspaß der anderen Spieler eingeschränkt wird. Man kann dem ja aber relativ gut ausweichen. Man muss da ja nicht teilhaben. Von daher ist das für mich völlig in Ordnung. Und man weiß ja auch, worauf man sich einlässt. Und wenn wir mal ehrlich sind, wenn wir illegale Güter aufnehmen, dann sind wir eigentlich selbst schon fast ein Pirat. Da müssen wir auch damit rechnen, dass uns irgendwas passiert. So, wir sind fast da. Fueltechnisch bin ich mit der Vulture sehr zufrieden. Also da hat man wirklich große Reichweiten, die man hier abdecken kann. Allerdings ist es halt auch recht langsam, wie wir ja merken. Die 22,5 Millionen Kilometer haben jetzt wirklich schon recht lang gedauert. Weiß ich nicht, 4-5 Minuten? Ich habe jetzt nicht genau darauf geachtet. Mein Gefühl sagt so 4-5 Minuten. Ein bisschen Problem habe ich damit, wenn gesagt wird, dass die Reisezeiten im Moment aber noch verkürzt sind und dass die im endgültigen Spiel eigentlich so 3 bis 5 Mal so lang sein sollen. Das finde ich schwierig. Dann geht das Spiel wieder nicht respektvoll mit meiner Zeit um, finde ich. Das sollte man vielleicht nochmal überdenken, würde ich fast sagen. Naja, weil einfach, ich sag's wie es ist, die Zeit, die man im Spiel verbringt, die ist bei einigen halt eben auch beschränkt und kann nicht davon ausgehen, dass jeder Zeit hat, stundenlang zu zocken. Okay, ich kann den Salvage Claim nicht auswählen.
Dann müssen wir da irgendwie so hinspringen. Das geht ja auch. Ohne Ausfall. So, da sind wir. Da ist unser Salvage Claim. Führ mich zum Schotter. Ich würde sagen, bei 20 Kilometer würde ich den Anflug abbremsen. So, wir gehen mal in den Scan-Mode. Jetzt bin ich im Scan-Mode. Ja, und jetzt sieht man halt rechts auch diverse Signaturen, die sichtbar sind und was sie tragen. Und genauso, wenn wir das dann gleich auch bei dem Claim, bei dem Schiff sehen, dass wir claimen können. Zu spät gebremst. So, okay. So, Adagio Holdings Controlled Area, das ist jetzt dieser kontrollierte Bereich. So, wir scannen jetzt mal. Muss ich das Ding erst ins Ziel nehmen? Ja, wahrscheinlich. Bin ich jetzt? Ich bin im Scan-Modus. Ich muss, glaube ich, noch ein bisschen näher ran. So, rechts steht schon Aegis Avenger Titan Renegade. Das ist halt die Zielaufschaltung, aber wird jetzt nicht angezeigt, was drin ist. Why? Aber warte mal, Active Scan. Sekunde mal, ich bin noch im Scan-Modus. So, das ist der Scan-Modus. Active Scan. Ja, Leute, ich kann euch leider gerade nicht sagen, was drin ist, weil das mit dem Scan so nicht funktioniert. Ich würde dann jetzt in den Mining-Modus gehen und wir fangen an, das Ding zu bearbeiten. Allerdings würde ich diesmal gerne auf der anderen Seite anfangen. Also das heißt, diesmal, ich würde gerne auf der Oberseite anfangen. Ja, die hat auf jeden Fall eine hübsche Markierung, ne? Hübsche Bemalung, das muss man schon sagen.
So, und dann geht's los. Ah ja, genau. Ihr habt mir geschrieben, es gibt auch noch den Gimbal-Modus. Also die, im Moment bewege ich ja immer das Schiff. Und ich meine, das ist so ein bisschen die Frage, was man lieber macht. Es gibt auch die Möglichkeit, das über Gimbal zu machen. Das muss ich aber echt nochmal kurz rausfinden, ob ich den Button dafür jetzt finde. Gib mir mal einen kurzen Moment. So, Cycle Gimbal. Das müsste eigentlich der hier sein. Ich versuch's jetzt mal. Ja, ich glaube, das ist er. Ja, jetzt seht ihr, bewegen sich halt die Waffen so, ja. Also, Geschmackssache. Für mich etwas schwieriger zu steuern, muss ich gestehen. Aber das Schiff steht halt still. Ich persönlich bevorzuge den anderen Modus, diesen hier. Da habe ich eine bessere Kontrolle. Ich kann wahrscheinlich in dem anderen Modus auch die Maus benutzen. Dann ist es da wahrscheinlich auch wieder ein bisschen einfacher. Aber ich kontrolliere halt das Spiel mit Stick. Wenn ich ein Schiff fliege, und das finde ich halt für mich echt angenehmer so. Wie gesagt, da muss jeder selbst für sich wissen. Irgendwie wäre Licht cool. Ist alles, mehr Licht kriegen wir nicht? Hm, na gut. Also, Licht an. Aus. Also wir beleuchten ja... Da muss doch noch mehr Licht geben, warte mal. So, warte mal kurz. Ich bin sicher, dass es noch mehr Licht geben muss. Es gibt mit Sicherheit mehr Licht, Leute. Naja, egal. Weiter jetzt hier. Und ihr erinnert euch, das Ziel ist jetzt oben den Balken komplett zu leeren. Und natürlich die Kiste auszuwerfen, wenn sie voll ist. Das müssen wir auch tun. Ich werde das Ziel mal rausnehmen. Interessant, er zoomt aufs Ziel. Tatsache. Sehr interessant, okay. Ehrlich gesagt gar nicht schlecht.